Informationen, Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Favorit zu sein, das schmeichelt vielleicht, aber ist nicht immer leicht. Ja, und ich habe irgendwie so ein eigenartiges Gefühl heute, Manni. Ich glaube, wir können hier Zeugen einer Überraschung werden. Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. So sieht ein Pass aus. Können Sie die Flanke verwerten? Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Eckball, können die da was draus machen? Mit dem Kopf. Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Das war eine faire Aktion. Ein Versuch der Balleroberung. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Er kämpft sich den Ball zurück. Und nun Eto'o. Asu Ekotto. Ein Unwiderstehender. Und da hat er sich freigelaufen. Der wäre durch gewesen. Aber abseits. Glück für die Abwehr. Boah, das ist eng. Das ist eine ganz enge Geschichte. Das ist eine Zentimeterentscheidung. Asu Ekotto. Jetzt kann er vielleicht mal selbst einen Angriff aufziehen. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Mir gefällt der Schiedsrichter, lässt das ein bisschen an der langen Leine. Er kommt kurz an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Asu Ekotto. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Das hat er stark gemacht. Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Asu Ekotto. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Ball im Aus, gibt Einwurf. Ja.
Halbzeit. Es steht unentschieden. Eine vollkommen offene Partie. Was war das? Ein grausames Gekicke. Ich bin immer froh, dass ich in solchen Situationen keinen Eintritt zahle. Ja, also das ist eine Strafe gewesen, heute hier zuzuschauen. Das schlechteste Spiel, das ich in diesem Jahr gesehen habe. Tolle Flanke! Oh, gefährlich, freier Ball! Gut blockiert vom Verteidiger. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Und nun Eto'o. Das war eine schöne Idee, der Steilpass, aber es hat nicht funktioniert. Gestört hat er ihn, aber den Ball hat er nicht gekriegt. Jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Und nun Eto'o. Achtung! Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Nee, also wenn der Sonnending schon hält, was willst du dann noch machen? Das ist ein exzellenter Auftritt von beiden Keepern am heutigen Tag. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Offenbar würde er den Ball am liebsten gar nicht mehr hergeben. Das gibt Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Da liegt was in der Luft, Buschi. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Das schockt den Favoriten. Und das bringt die Kleinen ganz nach oben mit etwas Glück. Und ich glaube, diese Situation sorgt für ein irres Fußballspiel hier. Ein wunderbarer Freistoß. Und wenn man die Kugel so trifft, dann schlägt's ein. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Lange hat's gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Der Schiedsrichter schätzt den Spielfluss und er lässt es weiterlaufen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und klasse abgeblockt. Spannend. Oh, jetzt wird's noch mal richtig dramatisch. Tja, Buschi, das war ein schönes Tor, aber irgendwie kam es doch ziemlich überraschend. Ja, weil der Torhüter bisher ja überragende Leistungen hier gezeigt hat. Vielleicht war er da ganz kurz unkonzentriert, keine Ahnung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihn das in irgendeiner Form aus dem Tritt bringt. Also hier nochmal deutlich zu erkennen, damit konnte ja überhaupt niemand rechnen, dass er da abzieht. Was für eine Distanz. Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Also der Schiedsrichter weiß wirklich, was er tut. Jetzt ermahnt er ihn. Gleich, wenn es so weitergeht, gibt es eine Karte. Ja, und jetzt muss er sich von der Spielweise her natürlich ein bisschen drauf einstellen, muss sich ein klein wenig zurücknehmen. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus.
Ey, das war ganz, ganz eng, wenn der Ball durchgekommen wäre. Das hätte die Entscheidung sein können. Das kann er besser. Es muss Einwurf geben. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Jetzt noch mal volles Risiko, ja oder nein? Drei Punkte sind besser als einer. Ungeschicktes Verhalten des Verteidigers. Gut gemacht und jetzt weg damit. Wir hätten gerne einen, aber wir haben keinen Sieger nach 90 Minuten.